Ah, jetzt weiß ich, wo der Fehler lag. Stream hatte sich aufgehangen. Also ich habe seit Tagen echt Probleme mit PSN. Jetzt Okay. geht's. Ja. Also ich bin drauf und 19 Fahrer sind auch schon da. Gut. 3 Aber ich. Minuten 50, ja. Entschuldigung. Jetzt habe ich sie. Jo. Ich bin unterwegs. Nein. Gut, dann gehe ich aber ganz schnell in die Küche, bin gleich wieder da. Jo. Weiter geht's. Wir warten jetzt eben drauf, dass alle Fahrer joinen. Dann können wir nämlich auch direkt gleich mit dem Qualifying der GT4 starten. Dann wären wir schon wieder uns 22 Fahrer. Damit wäre das Feld eigentlich schon wieder sehr komplett für den heutigen Abend. Dann gucken wir doch mal Sane One ein bisschen zu. Da geht's nicht lang. Jetzt parkt er aber. Davide Greco heute wohl auch ohne Teammate unterwegs. Nee, da, Lufare Remus ein Teammate. Entschuldigung, Fehlinfo von mir. Die Dragon Potato steht in der Box. Davide noch unterwegs. El Dopo ist unterwegs. So, es fehlt aber noch ein Mamba ist jetzt da, jetzt fehlt nur noch ein Chakoti, wenn ich es richtig überblicke, und dann wären wir wieder komplett. So, dann warten wir jetzt nur noch auf den Beginn des Qualifyings. Wie immer, Viertelstunde GT4. Danach dürfen die GT3s für eine Viertelstunde auf die Strecke. Und dann geht hier der Spaß auch schon richtig los heute Abend.
So. So. Dann warten. Weg. Wunderbar. Also bis auf Chakoti sind auch alle Fahrer wieder da. Sehr gut. Ich glaube, der hat nicht ganz gepeilt, dass das nur ein Restart war. So. Aber dann geht's jetzt mal los mit dem GT4 Qualifying. Wo ich für mich da schon eigentlich einen ganz klaren Favoriten ausgemacht habe auf Pole Position. Und da wäre? Batista. Weil Batista. Kommst du der Prediction? Weil Batista doch jetzt so im Laufe der Saison schon einen sehr, sehr guten Wandel gemacht hat mit dem AMG. Sau schnell geworden, aber auch sau stabil dabei. Also der hat auf einmal einen riesen Schritt gemacht. Wobei ich mir bei Brummi halt nicht sicher bin, weil es hier jetzt sein erstes GT4-Rennen ist. Ich meine, der Knabe ist auch schnell, das haben wir auch in der A gesehen. Mhm. Aber es hat immer die Frage, übertragen wir die Pace von einem GT3 auf einen GT4er. Das wird dann schon wieder etwas komplizierter. Ja. Durchaus. Und in der GT3 denke ich, das wird ein Dreikampf um die Pole. Servus Tego. Das wird ein Dreikampf zwischen Tolls, Matthias und Spaghetti. Weil der wird da vorne auch einige Wörtchen heute mitreden. Ja. Also Fakt ist, nicht nur die Ferraris gehen hier gut, ja, die Porsches gehen hier auch gut. Deswegen bin ich mal gespannt, ob der eine andere Porsche-Fahrer sich noch ein bisschen vorschieben kann. Ich habe nur die Befürchtung, der Reifenverschleiß beim Porsche, hier, gerade hier auf der Strecke bei den Temperaturen. Ja. Nach vorne kommen ja, aber ob sie es über die Zeit bringen können mit dem Reifenverschleiß, da mache ich mir so die Gedanken. Mal kurz eine andere Frage, der Stream ist bei mir immer noch auf pausiert. Also musst du die Seite mal aktualisieren. Weil bei mir läuft er. Und er läuft, ja. Lustig. Ja. So, dann schauen wir doch mal. Batista wird auch der erste Fahrer sein, der im Moment dann, wenn es durchgeht, eine gezeitete Runde setzt. Spaghetti ist schon draußen. Ich hoffe, ihm weist einer darauf hin, dass er. Ja, dass er wieder in die Box muss. Wurde ihm dann mitgeteilt. Ja, wo haben wir jetzt den Mercedes? Wobei Kartoffel natürlich jetzt auch in einer guten Lage ist, nicht zu nah dran, nicht zu weit weg, der kann sich schön von dem Mercedes noch ein bisschen ziehen lassen. Hat er gar nicht mal so schlecht getimt, den Abstand. Ich habe aber null Plan, was hier eine gute GT4-Zeit ist. Gebe ich ehrlich zu, ich habe nichts dazu gefunden, so wirklich. Weil die meisten Ligen fahren hier eben kein GT4 auf der Strecke. Das wird einen Grund haben. Ja, habe ich mir auch gedacht. Es wird auch einen Grund haben, warum du so wenig GT4-Autos auf Mount Panorama findest. Ich meine, die Strecke ist ja schon rutschig, aber dann noch ein GT4 mit kaum Aero? Wird lustig. Ja, definitiv. Da hätte ich ja gern mal Lukas in seinem X-Bow gesehen. Ja. So, dann schauen wir doch mal, wo jetzt für Batista. Svensson hat die erste Zeit gesetzt. 1,57, 1,15. Brummi schon 1,55,6. Batista jetzt eine 1,55,3. Was macht Kartoffel? Kartoffel war ungültig. Nö, Kartoffel hat den Teig gesetzt bei mir. Bei dir? Ach, da, auf 4, Entschuldigung. Ja.
El Topo auf der 1, mit 1,545 momentan auf der Pole. Starke Ansage mit dem Camaro. Ich glaube, die 54 ist noch eine gute Zeit. Chakoti ist jetzt auch da. Wunderbar. Hat Zeit gesetzt. Mike hat sich auf die 7 gesetzt. Und bis jetzt haben wir denn nur bei Chapio und bei Chapio, Balotelli und Mamba ohne Zeit. Aber dann gucken wir uns nochmal die Ginetta während der Fahrt an. Weil das ist so ein Auto, das siehst du eigentlich so gut Davide wie gar nicht. Auch keine Zeit. Davide hat bei dir... Ich suche ihn gerade. Ach, der ist noch unterwegs. Der war noch gar nicht. Bei Chapio steht noch in der Box. Aber guck mal. Mamba fährt wieder in die Box. Falsche Taste, nehmen wir die hier. Svensson ist da weit gegangen. Der nimmt die Formel 1 Variante der Strecke. Naben Fülli, schön dich zu lesen. Jenko hat sich auf die 6 verbessert. Davide jetzt 1,54,1. Aktueller Pole-Setter. Für Chakoti gab es keine Verbesserung. Nico ist auch da. Ja. Die Runde vom Mike war, so wie ich es gesehen habe, keine Verbesserung. Und Balotelli hat sich jetzt auf die 7 gesetzt. Batista und Kartoffel machen das ja immer noch im relativen Parallelflug. Svenssons Runde ist ungültig. Kartoffels jetzt auch. Ja, definitiv ungültig. Kartoffel wollte mal Bagger spielen. Brummi. Ich brauche wieder erst eine Sekunde im roten Delta. Im roten? Mhm. Jetzt hat die Runde nichts mehr. Nein. Batista ist immer positiv, negativ, positiv, negativ. Also kommen wir so ungefähr bei plus minus aus. Hat noch 4 Kurven, mal gucken. Naja. Ist auch die Frage, was. Wenn man die letzte Schikane zählt. Mhm. Das ist jetzt ein Zehntel. Ja, halbes Zehntel. Hm. Und weg. Und unglücklich gemacht. Ja. Svensson hatte seine schon weit vorher gecuttet. Kartoffel ist links abgebogen. Ist er eingeschlagen. Ja. Balotelli mit 3 Zehntel im Delta. Noch dran. Ja. Ich hoffe, dass ihm jetzt gleich Kartoffel nicht im Weg steht. Nee, gut. Er hat nochmal ein Zehntel eingebüßt. Mal gucken, was er dabei rausholt. Ja. Die Schikane. Sieht gut aus. Schauen wir doch gleich mal, wo die Reise für ihn hingeht. Bleibt, verbessert sich zwar, ja, aber ist jetzt aber ganz knapp an Sane One dran mit 52 Hundertsteln. Kartoffel jetzt natürlich in der Box nach dem Einschlag. Ist denn der gute Mamba schon wieder unterwegs? Nein. Da wieder schon wieder 2 Zehntel im Delta. Gehen wir mal auf. Svensson fast eine Sekunde jetzt im Delta.
viel eingebüßt? Sind jetzt noch 18. 19. Oh. Was denn? Und dann wieder hat sich gedreht. Schade. Okay. Aber war aber fast 14. im Delta. Okay. Svensson hat jetzt nach der letzten Schikane noch 18. im Delta. Jetzt wieder fast 9. Jetzt hat er wieder ein bisschen verloren. Also 18. holt er sich auf jeden Fall. Vorne gehen. Auf die 8. Was? Ja, das habe ich mir gerade auch gedacht. Macht fast eine Sekunde gut und nur einen Platz. El Topo arbeitet immer noch daran, wieder mal an die Zeiten von Davide anzuschließen. Davide geht auf seinen nächsten Versuch. Gute 4 Minuten haben sie ja noch. Gucken wir mal, was Batista macht. Ah, schade. Jenko war gerade dabei, sich wieder an Svensson ranzupirschen, aber ging weit. Batista hat im Moment auf der zweiten Geraden knapp eine halbe Sekunde im Delta. Jetzt ist er bei gut eine halbe Sekunde immer noch. Gucken wir mal, wie viel er davon durch die Schikane mitnehmen kann. Kannst du nur mal auf 20 springen, der ist mir auch gerade mit immer so zwischen 2 und 3 Zehntel bedankt. Naja. Und der kommt jetzt auch gleich wieder. Das ist ja schon Schikane. Ein Zehntel hat er verloren. Schade, alles kaputt gemacht in der Schikane. Batista hat sich zwar verbessert, bleibt aber P3. Ja gut, die Schikane ist hier so ein Punkt, die echt übel. Ja. Entweder du kriegst sie oder du kriegst sie nicht, aber wenn du sie nicht kriegst, machst du da auch mal gerne irgendwie eine halbe Sekunde kaputt, wenn es dumm läuft. El Topo geht jetzt in die Box. Ich glaube nicht, dass Mamba noch eine Zeit setzen wird. Der steht nämlich immer noch in der Box. Genauso wie bei Chapio. Ja, noch ist Zeit. Wenn er jetzt rausfährt, kriegt er noch eine hin. Ja. Gucken wir mal, ob er jetzt noch ganz schnell also rausgeht. Nach 17 Minuten rausgehen, wir haben es schwierig, noch eine zu setzen. Ja. Aber. Jetzt haben wir gleich den Point of No Return erreicht. Ja. Wer jetzt noch rausgeht, kommt zu spät. Das würde dann bedeuten, dass bei Chapio und Mamba ohne Zeit ganz hinten starten werden. El Topo hat damit das Qualifying auch schon beendet. Gucken, ob es für ihn aufgeht mit P2. Oder ob hier noch irgendeiner die Wahnsinnszeitverbesserung findet. Weil Svensson ist im Moment ungültig. Das war keine Verbesserungsrunde für Batista. Als nächstes kommt Jenko. Und Brummi abgeflogen. Gucken wir mal, wofür Jenko jetzt die Uhr stehen bleibt. Auch noch keine Verbesserung. Einen Versuch hat er noch. Was
Mike um sich in die Box, Chakotay in die Box. Die beiden stellen auch ab. Batista ist nicht mehr verbessern kann. Der hatte gerade einen Querstär. Ich bin zwar nicht aus seiner Zeit, aber. Gucken wir mal. Dass da nichts mehr geht. Balotelli hat noch 2 Zehntel plus. Wo haben wir Batista? Jetzt gehen auch schon die GT3s raus. Also halbe Sekunde negativ hat er. Da gibt nichts mehr. Also damit würde ich eigentlich schon mal sagen, dass Davide sich die Pole geholt hat. Und El Topo damit auf Platz 2 liegt vor Batista. Für Brummi kann eigentlich auch nicht mehr viel passieren auf P4. Sain One momentan Sechster vor. Fährt noch hinter Svensson her. Die beiden haben noch gleich die letzte Kurve vor sich. Gucken wir mal, was. Oh! Was hat denn Tobi? Hat er bald den Porsche auf die Seite gelegt? Svensson schiebt sich noch auf Platz 4. Balotelli ist noch unterwegs. Jetzt nicht mehr. Balotelli hat gecuttet. Damit auch ungültig. Jenko in der Box. Svensson muss jetzt auch reinkommen. Genau, der ist auf der Inlap. Damit steht das Starterfeld der GT4s fest. Ja. Da wiederholt sich die Pole vor El Topo und Batista. Brummi. Starkes Debüt am 4. Platz in der Multiclass. Nee. Brummi fährt noch. Jetzt bin ich gespannt, was die Rennleitung sagt. Wobei. Da, doch, bei der Zeit ist er vor 1:15 noch über die Linie gekommen. Bei fast 2 Minuten. Alles gut, damit schiebt er sich auf die 3. Vor Batista, Kartoffel, Sain One, Svensson, Balotelli, Jenko, Mike Resisteri und Chakotay. Und jetzt schauen wir mal auf die GT4. Wer ist denn die Nummer 61? Ach, Tego hat so langsam gemacht, okay. Also GT4, GT3 bin ich jetzt echt mal gespannt, wer hier den Ton angibt. Die erste Gezeitete wird Sushman setzen. Wobei Sushman auch immer wieder ein Fahrer ist, der eigentlich für Überraschungen gut ist, was die Platzierung angeht. Ja, ich glaube, bei Sushman ist er auch so ein bisschen streckenabhängig. Wie ja. Bei so vielen. Ja. Gibt Strecken, da hat er eine echt richtig gute PS. Gibt Strecken, da hat er ein bisschen zu kämpfen. Weil das habe ich in der B selber erlebt. Ich dachte eigentlich, als wir Misano gefahren sind, den bin ich gleich los, aber den wirst du einfach nicht mehr los dann. Weil Colli war für ihn ja gar nicht mal so berauschend und dann auf einmal klebte der hinter mir auf P3 und ich wurde nicht mehr quitt. Also der ist echt gut. Er setzt jetzt eine 1,45,8. Jetzt kommt Mücke über die Linie. 1,46,4. Spaghetti 1,46,1. Matthias eine 1,47. Marco eine 1,47er. Der T geht jetzt auf seine erste gezeitete Runde. Teddy eine 1,46er. Gut, die tasten sich gerade alle noch ran. Lufare. Ein paar Runden warten noch. Ja, 1,45,9. Und jetzt kommt noch Tots über die Linie.
1,453. Also in ein, zwei Runden kriegen wir ein klareres Bild, was die Zeiten angeht. Der Tego noch in der Box und Blue Chip noch in der Box. Schauen wir mal. Sushman wird die nächste Runde vorlegen. Leichter Quersteher hier. Aber Schikane hat er wieder mal richtig gut getroffen. Das war zu weit. Oder? Ja, die Runde ist gecuttet. Schauen wir mal, jetzt kommt Teddy über Start und Ziel. Teddy schiebt sich erstmal auf die 4 vor. Was macht Lufare? Lufare springt auf die 2. Schauen wir mal, was Torz jetzt macht. Torz verbessert sich um einen Zehntel. Matthias hat seine nächste Runde ungültig gecuttet, laut Karte. Ach, Mück ist auf P6. Alter, bin ich blind. Für Sushman gab es diesmal keine Verbesserung. Was wird Mücke machen? Auch keine Platzierungsverbesserung. Spaghetti hat seine Zeit etwas verbessert. Dann haben wir Marco. Marco bleibt auch auf P7. Als nächstes kommt dann unser Bentley. Dat T und Platz 9. Teddy schiebt sich wieder auf die 4. Für Lufare gab es auch keine Verbesserung. Wir warten wieder auf den Pole-Setter. Auch keine Verbesserung. Tego cuttet. Moment. Oder? Tego ist gecuttet. Sushman auf der 5 ist ungültig. Spaghetti und Mücke immer noch im Formationsflug hier unterwegs. Eigentlich müsste man doch jetzt auch in die Box mal zwischendurch frische Reifen holen, oder? Ja. Spaghetti macht's gerade. Was er nicht getan hat. Mücke bleibt auf der 6. 15 Minuten Quali nur. Aber ich springe auch bei 15 Minuten Quali normalerweise, dann fahre ich auch mal in die Box. So. Okay. Nimmt sehr wenig Sprit mit. Die erste Runde schön Reifen aufheizen. Zweite Runde Gas geben. Ja. Je nachdem noch eine dritte. Und dann gehen wir nochmal rein und hol frische Reifen. Okay. Weil bis jetzt hat sich auch nicht mehr viel am Feld verändert.
Tego immer noch auf der Suche nach einer gültigen Runde. Torz jetzt auch mit einer ungültigen Mal. Nummer 60 ist. Wieso fährt Mamba? Bitte lass den jetzt keine Zeit setzen. Macht auf jeden Fall keinen Sinn. Nein. Gibt. Mega. Oh, jetzt steht auch noch im Weg rum. Oh Mann, Mama. Ja. War gerade noch ein bisschen auf der Ideallinie. Ja. Jetzt bleibt er aber stehen. Und ich hoffe, er fährt wieder in die Box. Oh, wollen wir es mal hoffen für ihn? Jetzt bleibt er da stehen. Ich glaube, er hat gemerkt, dass er Scheiße gebaut hat und versucht tatsächlich niemanden mehr zu behindern. Ja. Nein, er fährt Aber er weiter. fährt nicht in die Box. Oh, Junge, 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 Junge. Was macht er denn? Der hat vorhin die Nacht wahrscheinlich von Svensson nicht gelesen. Welche? Ach so, Svensson mit dem mit 15-15 hat. Split. Ja. Ja, gut, aber das bringt ja nichts, weil er macht ja jetzt Platz. Ja, nur rein theoretisch. Er fährt nach 10 Minuten, nach 5 Minuten Quali rein und wartet dann bis kurz vor Ende. Müssen wir nachher gucken. So. Also Torres hält sich weiterhin eiser auf der 1. Vor Spaghetti und dann folgen schon drei Porsche. Wobei Mücke der schnellste von den dreien ist. Tego schiebt sich auf die 8, wieder am Matthias vorbei. Spaghetti bleibt auf der 2. Und da kommt Mücke Richtung Start und Ziel. Mücke schiebt sich momentan auf die 2 vor. Und Sushman geht in die Box. Was macht Marco? Marco Man muss bleibt. aufpassen, der ist nur 40.000stel. Jetzt ist er sogar im grünen Delta mit 2 Zehntel Grad. Ich hoffe, er Okay. lässt keine Zeit. Ich befürchte, er tut es aber gut. So, wo waren wir jetzt dran? Der T hat noch jetzt einen Versuch. Tolls geht in die Box. Tolls hört auf. Saschmann schon in der Box, Matthias in der Box. Und was jetzt die Zeit? Er ist zwar rot, aber. Platz 19. Schiebt sich damit vor Jenko, Mike Ciccotti und bei Chapio. Aber fast nicht sein, weil er war 1 Zehntel im roten Delta. Okay. Also so wird es mir auf jeden Fall angezeigt. Aber er ist jetzt gerade 2 Zehntel im Plus. Mal gucken. Schwieriges Thema. Jetzt schauen wir erstmal, ob Ja, Mücke sich vielleicht noch die genau. Pole krallen kann. Ohne Köps wird es besser gehen. Ah, hatte Mama bisher gar keine Zeit gesetzt, kann das sein? Ja, Mama setzt jetzt erst seine Zeiten. Weil die letzte nämlich auch gleichzeitig seine beste war. Dann Ja. haut's doch hin, dass er sich nach vorne geschoben hat. Der hatte noch gar keine Zeit, aber bis Und er jetzt wird sich, zeitenlos. wenn er so weiterfährt, nochmal weiter nach vorne schieben.
Wir waren gerade fast eine halbe Sekunde im Grün. Kinder. Gut, ah, lassen wir das. Das ist nicht unsere Aufgabe, da müssen sich andere drum kümmern. So, wir schauen mal lieber, was unser grüner Porsche hier treibt, ob er sich vielleicht noch nur mal so. Da, jetzt ist der Server aber verdammt schnell umgesprungen. Da steht Tego im Grünen. Lufare geht in die Box. Date ist schon in der Box. Wir haben noch Mücke auf einer schnellen Runde. Marco auf einer schnellen Runde. Blue Chip und Spaghetti Racing. Ja, gut. Jetzt zeige ich noch einmal was. Mamba hat sich nochmal 3 Plätze vorgeschoben, hat 6 Zehntel rausgefahren. Ja, läuft. Nein. Ohne Wort. So, was macht Spaghetti? Holt er sich die Pole? Ja, ja. 1:44.982. Respekt, das ist eine Ansage. Das ist, jetzt gucken wir mal, was Mücke zu antworten hat. Pole, 1:44.692. Jungs, was ist los mit euch? Läuft, ey, Mücke auf Pole. So, ja, dann haben wir Spaghetti auf 2, Tots auf 3, Lufare auf 4, Sushman auf 5, Teddy auf 6, Marco auf 7, Tego auf 8, Bluechip auf 9, Matthias auf 10, Date auf 11 und im GT4-Feld hat sich eigentlich nur geändert, dass Mama sich auf 16 vorgeschoben hat und der ganze Rest dadurch einen Platz weiter nach hinten also gerutscht ist. Die, genau, mit der 16 also auf P5 in der GT4. Ja. Da bin ich jetzt mal gespannt auf die Nummer, was daraus wieder wird. Wir werden es vermutlich später lesen. Mhm. Ich denke mal ja. Gut. Dann ist Zeit für den letzten Break. Einmal Pipi-Pause. Ja, genau. Bin gleich zurück. Alles klar. Uh-huh.
machen wir mal den Sprachchat aus. So, noch 2 Minuten, bis der Spaß hier jetzt dann vonstatten geht. Guten Abend. How are you? So, 1 minute till start. Dann hoffen wir heute mal auf ein schönes Rennen mit einem wirklich schönen Start, vielen schönen Duellen und ein harmonisches Bild nachher hier auf der Strecke. Ten seconds. Drei, zwei, eins. Und wir gehen auf die Einführungsrunde. Nein! Svensson muss aus der Box starten. Ist das bitter. Svensson startet aus der Box nach so einem guten Qualifying. Das tut weh. Also jeweils die Drittplatzierten aus der GT3 und der GT4 Klasse mit ihren 10 Kilo Zusatzgewicht sind heute nicht am Start. Dadurch haben wir nur 2 Autos mit 30 Kilo Zusatzgewicht und 2 Kilo mit 20 Autos Zusatzgewicht. Für dich auch zur Info, Svensson darf stehen starten, alleine für sich. So, das ist nur mal Timing. Ja, Svensson steht in der Box. Was? Svensson startet aus der Box. Schade. Ja. Schade, schade. Ist aber auch der einzigste, der in der Box steht. Nee, ich habe noch nichts gesehen. Bei mir ploppt WhatsApp die ganze Zeit auf, aber da war Svenny Boy nicht bei. Thank you.
So. Spaghetti schreibt schon in der WhatsApp-Gruppe zu Nico, die Runde vor seiner letzten Runde war schon vollkommen in Ordnung für einen Porsche. Er hätte nicht nochmal nachlegen müssen. Aber ich befürchte ja, dass Nico am Start von den beiden Ferraris gefressen wird. Weil die einfach die bessere Beschleunigung haben. Aber warten wir es ab. Warum kann ich nicht zurück zur Garage? Wollt ihr mich verarschen? Geht gerade nicht, weil wir noch in der Einführungsrunde sind. Ach so, stimmt. Jetzt. Na gut, dann Ich müssen wir. frage mich gerade eher, warum Tego im GT4-Feld steckt. Oh, da kommt Wirklich? schon dann, da wird es gleich die erste DT geben. Der schafft es nämlich nicht mehr, glaube ich, rechtzeitig auf seine. Doch, da kommt er angeschossen. Junge, Junge, Junge. So, wir haben Lights out and away we go. Mücke kann sich auf der 1 behaupten. Ja, jetzt hoffen wir, dass in T1 nichts passiert. Ja, genau wie sich Lufare schon Torz geholt hat. Aber Torz jetzt hier den besseren Speck. Platz hat. Da gab es eine Oh, leichte Berührung Lufare zwischen berührt mit Saschman Saschmann. und Lufa. Aber alles gut. Keine gelbe Flagge jetzt in den ersten Kurven. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Svensson ist jetzt auch unterwegs. Ich nehme alles zurück. Wir haben. Oh, wo ist er denn jetzt? Hinten gecrashed. Das war Tego. Tego neben der Strecke. Und da geht er wieder quer. Also. Ich sehe jetzt aber auch keinen Schaden am Auto. Dann denke ich mal, dass er es selbstständig fabriziert hat. Nico zieht aber gerade schon da vorne gut weg. Jetzt schon fast eine Sekunde auf Spaghetti. Bamba jetzt Vierter in der GT4. Oh, hinten. Ah, Leute, lasst euch am Leben. Die GT4 ist hinten crashen. Oh. Gab es eine Berührung mit Chaco-Teil, Und mit. Das jetzt sieht aus. Jacoti und Tego. Oh, Leute, da kann man Ja, auch bei Chaco eleganter wurde lösen. auch rausgedrückt. Das kann man auch eleganter lösen. Tego fährt hier gerade mal irgendwie vollkommen strange durch die Gegend. Mücke jetzt schon eine Sekunde vorne weg. Bei Tego scheint irgendwas nicht zu stimmen. Der will doch auf der Geraden kaum auf Chocoti auf. Ja, beziehungsweise jetzt Irgendwie hier komisch, auf oder? Kartoffel. Ja. Stimmt, das ist Kartoffel. Das wird mir noch falsch angezeigt. Jacoti hat er schon weggehabt. Ja, jetzt geht's wieder Pace. Jetzt zieht er auch an Kartoffel vorbei. Ja. Scheint wieder alles zu tun. Sehr Als gut. nächstes Bin mal hat er dann gespannt. Bachappi vor sich. Marco mit der schnellsten Runde momentan. Das sich wohl durchfliegen. Aber auch Svensson holt jetzt relativ schnell auf Jacoti auf. So, Tego muss jetzt an Bachapia vorbei. Ja. Wird ja auch relativ wenig Sinn ergeben, wenn Bachapia jetzt da großartig gegenhält. Eher nicht. Dafür haben wir hier eigentlich einen relativ schönen Dreikampf zwischen Jenko, Sane One und Balotelli, der sich gerade zu einem Vierkampf entwickelt, weil sie auf Batista aufgeschlossen haben. Ja, und da muss Tego jetzt gleich durch. Oh je. Na gut. Torz verliert immer mehr Zeit auf Spaghetti. Und Matthias
wollte hier an Sushman vorbei, hat aber noch nicht gereicht. So, jetzt scheint der Lamborghini aber zu funktionieren, so wie er jetzt hier an den GT4s vorbeifliegt. Ja, Auf der Geraden. hat er auch schön gewartet bis zur Geraden, Ja. hat nicht versucht reinzupreschen in der Ne. Schikane, also bin sauber. Ja. Matthias hängt währenddessen immer noch hinter Sascha. Oh, das war jetzt aber knapp von Lufaré. Das war jetzt sehr knapp mit dem Anbremsen. Teddy und Lufare im Zweikampf. Gucken wir mal, ob Teddy jetzt hier auf Start und Ziel einen Angriff gegen den Porsche setzen kann. Der Porsche ist doch biestig schnell hier auf der Geraden. Der Ja, McLaren hat keine Chance der geht hier vorbeizukommen. gut. Und auch der BMW keine Chance gehabt, sich Sushman irgendwie mal zurechtzulegen oder so. Nee, BMW ist echt schwierig hier auf Barcelona. Okay. Die Geraden sind zu kurz. Der BMW braucht lange Geraden, um seine Um Stärken auf. Ja. auszuspielen. Was haben wir hier? Balotelli ist jetzt ganz dicht dran an Sane One. Saugt sich hier schön ran, wird aber nicht reichen. Versucht er es, bremst sich rein und ein schönes Manöver. Saini schafft hier aber den Konter oder muss er zurückstecken? Ne, er schafft den Konter. Sehr schön. Tego ist gleich durchs GT3-Feld durch. Aber Torz ist dran an Spaghetti. Also Spaghetti muss irgendwo eigentlich bald einen Fehler gehabt haben, weil Torz ihm jetzt ganz schnell 1,5 Sekunden abgenommen hat. So, und Tego ist durchs GT4-Feld durch. Gut, da bin ich mal gespannt, aber die 20 Sekunden zu der T schließen kann. Ja. Also ich bin ehrlich überrascht über die Leistung der Porsche hier auf der Geraden. Das hätte ich nicht erwartet. Ja, Barcelona ist Porsche-Strecke. Viele Kurven, enge Kurven. Und das Ja dann auch gut, noch da. die Geraden. Ja, weil das Thema ist, guck mal, selbst Start und Ziel ist halt furchtbar kurz. Ja. Da merkst du keinen Riesenunterschied. Ich gehe auch mal davon aus, dass Panorama hat zwei lange Geraden. Ja, Oder? aber richtig Ja. lange. Ja. Da wird der BMW den Vorteil auf der langen Geraden, aber im Berg wird es kompliziert mit dem Auto. Richtig. Und da wird sich auch der liebe Date, glaube ich, ganz, ganz fürchterlich schwer tun mit dem riesen Schlachtschiff. Armer. So, Batista ist jetzt dran an Mamba. Matthias kommt nicht vorbei an Saschmann, auch wenn er 2 Zehntel nur hinterher fährt. Ja. Yep.
nicht Aber einfach. der Kampf geht hier so auf, dass Lufare jetzt auch schön aufholen kann auf die beiden. Ja, absolut. Auch Teddy ja. hinten dran kommt näher. Aber auf Barcelona zu überholen, ist halt auch so eine Sache, ne? Die Strecke hat nicht wirklich viele gute Überholpunkte. Wenn du da sauber fahren willst, ohne es zu riskieren, jemand abzuschießen, dann wird es echt schwer. Ja. Sain One und Balotelli hier immer noch im 2- bzw. 3-Kampf mit Jenko. Das geht auch schon eine ganze Zeit hin und her zwischen den beiden. Ja, und Batista dadurch natürlich auch eng auf Mamba. Ja. Ah, ja, ich glaube, Balotelli ist hinten dran. Genau. Batista ist hinter Mamba. Ja, genau, nee, aber Balotelli und Zaini sind hinter Batista. Ja. Ja. Ich dachte, Batista kommt näher an die beiden, als du gesagt hast, dass sie am Fighten sind, aber nein, von mir falsch gesehen, sorry. Weil Balotelli nicht so die Luft kriegt, um mal Zeit gut zu machen, weil Zaini ihm permanent im Genick hängt. So, Matthias jetzt auch wieder ganz nah dran am Sashman oder immer noch. Ja, Teddy musste jetzt aber schon abreißen lassen zu Lufare. Hier hatte Sashman wieder den besseren Exit Richtung Start und Ziel. Erinnert mich irgendwie so ein bisschen gestern an Formel 1. Der epische Zweikampf. Aber auch Spaghetti ist jetzt auf eine halbe Sekunde an Mücke rangekommen. Wobei hat Mücke einen Fahrfehler gemacht oder ist Spaghetti? Wobei ich glaube schon, Spaghetti hat jetzt auch 1,3 fast auf Pauls. Jetzt sind es 1,3. Tego hängt immer noch mit 20 Sekunden hinter Date fest. Der kommt da nicht näher ran, da tut sich nicht ganz so viel. Ah, der ist halt auch gut alleine, ne? Kein Windschatten, kein gar nichts. Das wird schwer und der Bentley ist nun mal auch nicht der langsamste einer, auch wenn es ein riesen Schlachtschiff ist. Der hat nun mal ordentlich Speed drauf, der Wagen. Zaini musste jetzt aber deutlich abreißen lassen zu Jenko. Sind jetzt 2,2 Sekunden. Dafür ist Sashman Jenko jetzt aber ganz nah dran. Bei Chapio ist jetzt fast an Kartoffel dran und Svensson ist im Windschatten von Mike angekommen. Aber du merkst einfach, in Sektor 1 kommt der Ferrari verdammt gut mit dem Porsche. Und dann, wenn er hinten so Richtung Sektor 3 in das langsame Geschnecke geht, kann Mücke immer die Meter rausholen, die er auf Start und Ziel braucht, um Spaghetti hinter sich zu halten. Ja. Guten Hunger. Danke, Entschuldigung. Alles gut. Batista müht sich immer noch an der Ginetta von Mamba ab. Jetzt macht Mamba hier den Fehler. Kann Batista dadurch profitieren in die Schikane rein? Und da kommt es zur Berührung. Hier geht man aber wieder deutlich weiter raus, um Richtung Start und Ziel zu beschleunigen. Dadurch konnte Balotelli jetzt doch aufschließen.
auf die zwei hier vorne. So, und Svensson legt sich hier währenddessen Mike schon mal so langsam bereit. Jetzt mit dem deutlich besseren Exit, aber Mike hat ihn jetzt auch irgendwie gefühlt ein bisschen passieren lassen, weil er gemerkt hat, dass es nichts bringen würde, dagegen zu halten. Jetzt ist die Frage, kann Kartoffel hinterherziehen? Nee, zu weit weg. Wir wieder hier auf unseren Dreierzug, angeführt von Relax Mamba Freak. Batista mit 0,051 im letzten Sektor. Ja. Das war schon fast Getriebe. Hier jetzt aber mit der schlechteren Linie, musste aber auch gegen Balotelli in dem Augenblick zumachen. Nein, oh. Balotelli hat leider Batista am Heck erwischt ein bisschen. Yep. Aber ging nochmal gut. Hoffe, sie haben keinen allzu großen Schaden. Geht. Natürlich geht die Lücke auf zum Mamba wieder. 1,6 Sekunden. Yep. So, ich wollte mal vorne schauen nochmal bei Matthias, weil der ist immer irgendwo 0,2, 0,3 hinter Saschmann. Jetzt kommen sie auch in die Überrundungen. Ist das eng, Jungs, lasst euch Platz. No. Sehr gut. Nochmal gut. Ja. Jetzt ist die Frage, kann Matthias jetzt den Angriff setzen gegen Saschmann? Ja, probiert es auf jeden Fall. Ja. Zieht rein. Und da hat er die Nase vorne. Da muss Saschmann Platz lassen. Sehr gut gemacht. Haben aber auch dabei doch schon Zeit gut gemacht nach vorne wieder. Gegen Svensson zu überrunden ist kein Problem. Hat aber trotzdem Tolls in die Karten gespielt, der ganze Überrundungsverkehr. Weil der ist von etwas über einer Sekunde wieder auf eine halbe Sekunde rangekommen. Zwischen Spaghetti und Mücke. Ja. Laufen jetzt auf bei Chapio auf. Ich bin erstmal gespannt, ob Matthias sich von Saschmann absetzen kann. Ja. Bei Chapio macht hier auch Platz, er will damit gar nichts. Jetzt, das wird jetzt Ärger. Oh! Was macht bei Chapio denn da? Ist der komplett verloren? Ja. Das war jetzt aber auch eine haarige Situation. Mhm. Jetzt hat sich hier eine schöne Fünfergruppe gebildet. Sieht geil aus, cooles Bild. Ja. Der 5er Train fährt vorne raus. Jo. Laufen dann gleich auf Sane One und Jenko auf. Dann kommen sie da vorne. Teddy snackt sie auf Start Ziel, glaube ich, gerade. Svensson. Nee, Luferemo hat. Luferemo hat. Bei Chapio überrundet. Bei Chapio überrundet, ja. Aber irgendwas muss schon wieder bei Tego passiert sein, weil der Abstand sieht schon wieder so viel größer geworden aus auf der Karte. So, da ist Saini. Saini will damit mal überhaupt nichts zu tun haben, was hier abgeht. Er hat jetzt nochmal 2 Sekunden verloren. Er war eigentlich immer so bei 20 Sekunden. So, jetzt ist Tolls aber ganz nah dran an Spaghetti.
Was natürlich jetzt Mücke im Moment in die Karten spielt, dass die beiden sich da ein bisschen beschäftigen müssen. Sagen, wie ist denn der Lambo hier auf Barcelona? Weil Tego ist der einzige Lambo. Ich bin so bei 46. Niedrig. Als er heute fährt auf jeden Fall. Ja, ist er eigentlich auch. Also ich verstehe da gerade nicht, was da. Oh. Das ist jetzt bitter für Saschmann, was Jenko da hat. Ist natürlich jetzt doppelt bitter, weil Jenko auch noch sein Teamkollege ist und da dummerweise ein bisschen im Weg stand. Aber gibt immer so. Matthias in die Box? Ja, ist aber früh. Er versucht es mit einem Undercut. Ist aber verdammt früh. Ja, wenn er Box, wenn er einen Stopp gut erwischt, rauskommt, freie Fahrt hat. Mücke macht halt hier gerade ganz clever das Slalomfahren. Wir merken uns mal, dass er auf P4 in die Box ist. Mal gucken, wo er rauskommt. Scheiße, Torz wird abgeschnitten von Batista. Oh. Ja, der kommt da gar nicht durch. Er hat nämlich noch Batista, sondern hat er noch 20 zwischendrin, glaube ich, oder? Wer ist das mit dem Kuh? Mamba. Mamba. Stimmt, ja. Mamba ist es. Ja gut, Batista wusste jetzt auch nicht, was er tun sollte, weil Mamba da so blöd auf die Strecke zurückgekommen ist. Aber kommt jetzt doch schon wieder relativ... Alter, guck dir mal Sarschmann an, die arme Sau. Oh nein, jetzt hat er leider auch eine Berührung gehabt, aber drei GT4s gehen 3 wide und er kommt von hinten, er kann nirgends vorbei. Und das waren gerade zwei Kurven, die zu dritt an die Nana gefahren sind. Matthias steht noch. Fährt jetzt erst wieder los. Kommt auf P10 wieder raus, weil Tego immer mehr Probleme hat. Ne, kommt hinter Tego wieder raus. Der stand jetzt aber lange. Ja, sehr lange würde ich sagen. Hat er vielleicht Spaghetti hat sich Mücke geholt. Tatsächlich, haben wir verpasst. Ja. Spaghetti jetzt für Ender. Wobei, jetzt bin ich gespannt auf Start und Ziel. Weil Mücke hier den viel, viel besseren Exit hat. Und jetzt kommt... Leute. Ja, aber... Und Mücke gewinnt das Drag Race zur ersten Kurve. Ja. Er ist auf der Innenlinie. Ja. Hoffen wir, dass Spaghetti in den Platz lässt und nicht reinzieht. Ja. Mücke fährt vorsichtig mit dem Curb mit. Sehr gut gemacht. Oh, jetzt kommt Spolz noch. Nutzt es aus. Nee, den Braten hat Spaghetti gerochen. Ja. Dann hat er kommen sehen. Ja, schon krass, ne? Ja. Der Porsche snackt sich den Ferrari auf Startziel. Mit ein bisschen Windschatten, klar, aber... So. Irgendwo hat Batista jetzt auch... Und... Oh. Hat Mamba clever gemacht, auszunutzen, dass Batista für den Überrundungsverkehr weit gehen musste. Hat er echt gut ausgenutzt. Bei Marco scheint es auch gerade spannend zu werden, mit drei, fast 4/10 Abstand, ne? Wo haben wir? Auf Platz 7, ja. Spaghetti. Au! Oh, was? Und da gab es mit der Berührung zu Spaghetti. Ja, da stand El Topo ein bisschen blöd im Weg rum. Oder wusste nicht ganz, wo er hin sollte. Das hat Torz jetzt natürlich ausgenutzt, ist klar. Ja, hat sogar gut durchgedrückt. Ja. Da braucht Spaghetti jetzt auch gar nicht so Flaschen hinten. Das interessiert Torz nicht. Schwierige Nummer. Matthias hat. Eventuell kriegt er die Flashes, weil er sagt, lass mich wieder vorbei, du hast mich rausgedrückt, ich weiß es nicht. Matthias hat jetzt stand gerade eben. Was ist denn mit Zeni? Zeni hat in die Box geportet. Okay. Wundert mich jetzt.
Lass mal kurz rechnen. Matthias hat 25 Sekunden auf Tego. Tego hat seinerseits 15 Sekunden auf Date. 21. 25 und 15, oder? Das sind 40. Ja. Dann hat. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also es können verdammt knapp werden. Lass mal. Ja. Mal. 25. Ah, jetzt hat er. Nee. 25 auf und, Tego. Ja. Tego hat wiederum, was waren das, 15 auf Date, sind schon mal die 48. Date hat 6 auf Blue Chip, sind wir bei. Blue Chip hat 13 auf Marco. 59. Marco hat eine halbe Sekunde auf Teddy. Und Teddy 1,5, sind wir bei 1,01. Lufari 3 auf Sushman, sind wir bei 1,4, 1,8. Und dann die 1,8. Tolz setzt hier auch so in den Angriff gegen Mücke. Also er ist ja auf P4, also in die Box. Ja. Wenn er wieder auf P4 rauskommen will, dann muss Sushman eine Minute und eine Sekunde brauchen für den Boxenstopp. Ja, jetzt wird's hier eng zwischen. Tolz holt sich die Führung. Hat Mücke aber auch sehr gut mitgespielt. Hab's leider nicht gesehen, hast du dich durchgedrückt oder? Nee, eigentlich ganz gut. Die sind Start und Ziel Seite an Seite gefahren. Tolz ist außen geblieben. Mücke hat super mitgespielt und Spaghetti wollte mit durch, aber das hat Mücke dann nicht mehr zugelassen. Aber dann hat Tolz außen geholt. Ja, oh, und Mücke geht weit. Das könnte schwierig werden. Ich glaube jetzt. Ich glaube, die Reifen sind auf. Bei Mücke, so wie sich der Porsche verhält. Oh, nein, da hat er ihm aber sauber die Tür zugeschmissen. Blue Chip jetzt auch an der Box. Also wir kommen so langsam in die Zeit, wo die Reifen aufgeben. Ja, natürlich jetzt eine Überlegung, dass Mücke sagt, ich gehe in die Box. Mhm. Können Sie mit einem kleinen Undercut probieren? Aber das Problem ist, dass Tolz freie Fahrt hat. Da kommt erstmal lange Zeit gar nichts. Der nächste GT4 ist gerade Start-Ziel runter, also ne. Aufgehalten wird er nicht. Ne. Balotelli hat den guten Batista vom Martfüllen vor sich. Will jetzt zur Schicken. Und da. Geht die auch. Ja. Mücke in der Box, Spaghetti auch, wunderbar. Jetzt ist die Frage, wie lange Tolz die Reifen am. Ich glaube, da gab es wieder mal eine Berührung zwischen Balotelli und Batista. Weil er ist auf einmal so urplötzlich nach links weggebogen. Schon geil, ne? Wenn du das anguckst, die Außenmaße. Ja, und dann ist Abart. und dann kommt der Bentley da einfach mal an. Ja. Alter, das gefühlt wie irgendwie so Maßstab 1 ja. zu 5 oder so beim GT7-Kanal. Also das ist gut, echt brutal. Das habe ich mir aber. So ein Lupo neben eine M-Klasse stellst ja. oder so, keine Ahnung. Das habe ich mir aber vorletztes Jahr gedacht. Da war ich bei dem ersten 12-Stunden-Rennen am Ring. Natürlich auch schön Startaufstellung, alles kostet ja nichts. Ja. Und dann stehe ich neben dem Camaro GT4 und davor stand, auch wenn es ein GT2 ist, der X-Bow. Selbst der GT2 X-Bow war erheblich kleiner als der Camaro. Und auch der Mustang da in dem GT4-Feld, der ist so horrende riesig. Das ist der absolute Wahnsinn. So, Svensson ging ziemlich weit, war nicht bei Chapio, Svensson ging weit und bei Chapio konnte es ausnutzen und vorbeiziehen. Also ich denke mal, Sane One hat abgestellt. Ja. Geht in der Box, hat 4 Runden Rückstand, ich denke.
Irgendwas passiert ist. Tots in der Box, Lufare in der Box und Marco in der Box. Das ist gleich spannend. Ich gehe mal auf Tots. Nee, ich guck. Mücke ist jetzt auf dem Weg das zum Tolle ist, dritten wenn, wenn du Sektor. jetzt auf die Kamera auf Tots gehst, siehst du gleich, wie die anderen da hinten angeflogen kommen. So, das dauert aber noch ein Stückchen. Die sind jetzt erst wieder in der Bergaufpassage. Aber eins ist schon mal aufgegangen. Matthias ist zwischen Mücke und Spaghetti auf der Strecke. Ja, siehst mal. Respekt. So. Tolls fährt jetzt los und da hinten kommen sie jetzt um die Ecke. Das wird eine ganz, ganz. Tolls bleibt führender. Weil er kann jetzt beschleunigen. Ja gut, Mücke hatte jetzt auch auf dem Weg zu Start und Ziel natürlich das Problem des Überrundungsverkehrs. Und ja, Mücke kann vor kalten Reifen. Kann ja, Mücke profitiert, oder? Ja, ich glaube schon. Tolls hat kalte Reifen. Also wenn er das behauptet, dann wird's eng. Aber ich glaube, Mücke auf den warmen Reifen. Nee. Tolls lässt ihm nur die Außenbahn. Das geht nicht auf. Tolls kriegt ihn abgekocht. Sauber. Oder? Ah, Mücke zieht aber innen wieder rein. Jetzt hat sich Tolls erschrocken. Der hat damit nicht gerechnet. Ja. Aber außenrum klappt's jetzt nicht mehr. Nee. Jetzt macht Tolls aber den Fahrfehler. Ja, ist auf den Körper gekommen. In. Schade. Schade. Und Mücke wieder führender. Nee. Geiles Manöver wieder mal. So, dann kommt Saschmann rein. Saschmann, Teddy fährt noch eine Runde. Date kommt jetzt an die Box. Was macht Tego? Also irgendwie sieht der Lambo bei Tego heute sowas von unruhig und instabil aus. Ja, irgendwas ist da komisch. Ja. So, Davide war schon in der Box. Kartoffel muss noch. Durch die Boxenstops sammelt Mamba seine ersten GT4 Führungskilometer. Date ist an der Box. Wäre natürlich mega, wenn Mücke jetzt nochmal zum Abschied seines Stammplatzes hier das Ding gewinnt. Zu seiner Pause wäre mega, mega. Würde ich mir echt gönnen, also. Was macht ja, Sashman? Macht ihm auch Spaß. Sashman bleibt weiterhin draußen. Was? Wie lange der auf den Reifen fährt? Sashman fährt. Das Schlimme ist, der ist ein Reifenflüsterer. Der ist. Der fährt nicht die schnellsten Runden, aber die konstantesten und die reifenschonendsten. Das ist fürchterlich, hinter dem herzufahren. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. So. Aber es ist erstaunlich, wie Matthias mit dem BMW an Tolls und Mücke dran bleiben kann. Muss zwar leicht abreißen lassen, aber jetzt, also, 0,5. Jetzt kommt auch erstmal wieder Überrundungsverkehr dabei. Das müssten Mamba und Balotelli sein. Oh, da gab es die Berührung zwischen Tolls und Mücke. Oh, und Tolls muss ausweichen. Ja. Jetzt kommt Matthias durch. Oh, oh nein. Alter. Das war jetzt nicht mal gut. Gar nichts. Das war jetzt mal. Das probieren wir nochmal in der Wiederholung schon an. Mhm. Euch da was zu Sack? Der BMW hat keinen Schaden. Wie sieht Balotelli aus? Oh, Balotelli natürlich der ganz große Leidtragende hier in der Situation.
Ja, das war saublöd. Okay. Rawls hat natürlich versucht nach außen zu ziehen auf die Ja. Ideallinie. Dadurch ist Matthias ein bisschen nach links gezogen. Und da Und ging der da Platz aus. war dummerweise dann auch noch ein GT4 im Weg. Ja. Also ich möchte da in der Situation jetzt keinem irgendwo Absicht unterstellen, das war einfach nur Nö. doof gelaufen. Mussten aber dadurch abreißen lassen, erstmal um eine halbe Sekunde auf Mücke. Sascha fährt noch eine Runde. Teddy Ist nicht genauso. wahr? Und Balotelli muss jetzt zwangsweise an die Box. Kartoffel ist jetzt an der Box im GT4-Feld. Aber ich glaube, Matthias hat einen guten Seitenschaden, kann das sein? Gucken. Ja, Wenn kann nicht, gut sein. hat er Riesenglück gehabt. Geht eigentlich. Der hat richtig Glück gehabt. Da ist nicht viel passiert. Wobei der BMW doch unruhig wirkt in den Kurven. Er zuckt ein bisschen, ne? Ja. Also Kann aber ich immer glaube, noch. dass er da links. Das Problem ist, wenn du einen Achsschaden hast, was du nicht Ja. siehst. Ja. Dann wird er in den Kurven ekelhaft zu fahren. Mann draußen. Waschmann ist jetzt in die Box. Ja. Der die führt. Teddy hat immer mit den komischen Strategien, kommt er am weitesten nach vorne, der Junge. Ey. Ist der Wahnsinn. Aber der BMW von Matthias sieht in den Kurven echt ein bisschen komisch aus. Diego war Balotelli hat. schon wieder an der Box. Schauen wir doch. Ja, der ist gerade draußen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe ihn jetzt gerade sehen, wenn er rausgefahren ist. Balotelli, ich verstehe dich voll und ganz. Guck dir die Wiederholung an, atme tief durch und ist blöd gelaufen, ja, aber wir können nachher gerne in Ruhe schreiben. Das kann ich jetzt gerade anbieten, weil ich möchte mich im Stream eigentlich dazu ungern äußern. Kommt Sushman jetzt noch vor Luf. Nee, Lufari kriegt er noch. Damit fällt er auf P7 zurück. Ich wollte gerade sagen, war noch nicht aktualisiert, weil ich dachte gerade, hey, Mücke 48 Sekunden hinter Sushman. Hab schon Schrecken Balotelli, gekriegt. warst du der auf der Startziel, der mit Matthias? Ah, okay, alles Das war klar, Balotelli. dann habe ich es Deswegen, kapiert. du kannst mir nachher gerne schreiben. Wir reden in Ruhe, alles gut. Aber Matthias muss jetzt schon so ein bisschen abreißen lassen. Also der hat doch irgendwas am Auto. Die kommt näher. Also Ja, und Teddy bleibt immer noch draußen. ich glaube, dass Matthias in den Linkskurven Probleme hat. Was mir hat er an der Rechtskurve gezuckt. Oh, Svensson geht weit. Achtung, da kommt Ja, und Spaghetti von hinten. Oh. man kann an der Stelle nur einen durchlassen. Ja. Jetzt kommt Rechtskurve. Die Linkskurven sehen beim Einlenken so komisch aus.
Als würde sich einmal kurz aufbocken. Hatten ja auch blöd erwischt mit der Seite. Ausgerechnet mit der Stelle, wo das Fahrwerk sitzt. So. Aber komisch, also in Rechtskurven zuckt er hin und wieder auch mal. Ich weiß nicht. Und Teddy geht in die Box. Damit bin ich gleich wieder auf der 1. Wird aber eng um die Plätze 3-4. Also für Matthias und Spaghetti. Je nachdem, wie lange er steht. Nee. Nee, Teddy ist noch nicht mal an seinem Boxenplatz. Die haben jetzt auch keinen Überrundungsverkehr. Der nächste wäre Lufare. Also ich denke mal, der kommt zwischen Lufare und Sushman da irgendwo wieder raus. Dann muss der Boxenstopp aber ziemlich schnell zu Ende sein. Da kommt Mücke. Da kommt das Führungstrio. Nicht reichen. Ah, Lufare kommt jetzt. Durch die Schikane. Ja, aber Teddy steht noch. Na ja gut, das, dann fällt er hinter. So, jetzt fährt Lufare erst los, das ist keine Chance. Na, jetzt fährt Teddy erst los. Ne. Hinter Sushman, ja. P7. Damit Mücke wieder führender vor Tort und Matthias. Wow. Jetzt kreuzt man bei einmal schön die Linie von ihm zum Überrunden. Ja, Spaghetti hat eine Sekunde weggefahren auf Matthias die letzten zwei Runden. Da bin ich mal gespannt. Noch gut 18 Minuten zu fahren. So, hinten sind die Abstände alle relativ groß. Durch die Überrundung. Oh, Batista steht jetzt hier voll im Weg. Blockiert jetzt auch noch Tor. Ja, super. Oh, und. Oh. Da darf aber nicht reinziehen. Nein. Das geht ganz klar auf. Da darf er nicht reinziehen, das war klar, dass er es nicht hinhaut. Nee. Also Batista kann sich nicht in Luft auflösen. Nein. Und jetzt hat Matthias das Problem durch Spaghetti. Gucken wir mal. Ja, der saugt sich gerade schön ran. Also eigentlich müsste Spaghetti das Thema für sich lösen können. Ja. Ja. Hat Matthias auch gut mitgespielt dieses Mal. Ja. Muss man ehrlicherweise sagen. Dass bei dem sich der Schaden bemerkbar macht. Also, er kann gegen den Ferrari auf der Ziel nicht mithalten. Nee. Der hat irgendwo einen Schaden, der nicht angezeigt wird. Der ist halt nicht ohne, weil er jetzt gerade ja schon wieder fast die Berührung gehabt hätte. Und ich weiß nicht, ob das Spiel wieder eine Berührung draus gemacht hat. Aber Mücke fährt konstant hier jetzt. Und da ein paar Zehntel raus, schon bei 3 Sekunden. Respekt, also. Aber Kampf um P2, 3, 4 ist ja. Spannend. Mücke hatte jetzt aber auch die letzten Runden richtig Glück mit dem Überrundungsverkehr. Dass die anderen hier an der Stelle immer wieder hängen geblieben sind. Ja, jetzt auch also, wieder. Mücke hat gerade Platz gemacht bekommen. Ja, nur. Pols fährt auf. Brummi auf. Ja. Spaghetti kommt noch durch, Matthias kommt nicht durch. Nee. Warum ist das scheiße, wenn alle vor dir sind, irgendwie noch. Durchhuschen und du. Und du der Letzte bist, der nicht durchkommt. Ja. Ah, das kostet richtig Zeit. Ja.
Nur wo soll Brummi auch großartig hin? Der war jetzt schon Ja. wieder so weit innen. Das ist jetzt natürlich doppelt übel für Matthias. Mit dem Schaden jetzt wieder auf dem Ferrari aufzuholen, wird schwer. Also GT4, das Feld hat sich echt wieder mal tierisch entzogen. Was macht unser Krisen-Lambo? Beiden Porsches, der Remo und Saschmann. Da wurde es gerade auch wieder ziemlich eng. Okay. Da konnte Saschmann gerade noch ausweichen, damit er nicht hinten raus ist. Todd ist jetzt aber auch wieder auf 1,5 Sekunden an Mücke ran. Der hat die Lücke halbiert. So, Jetzt 3 Viertel laufen, des Rennens sind rum. ja, jetzt laufen sie wieder auf El Topo auf. Gucken wir mal, ob es diesmal besser funktioniert. Ja. Oh, wow, ja. Und ja. Hat funktioniert. Jetzt ist die Frage, was passiert hinten dann noch? Oh. Brummi macht hier ganz sauber Platz für Sashman und Für Lufare. meinen Geschmack schon zu viel, ehrlich gesagt. Okay. Da hat er fast komplett abgebremst. Also ist ein Ja. feiner Zug, aber muss auch nicht sein. Nein. Nur, wie ist er denn? Wie steht er denn gerade, Brummi? P3 in der GT4 hat aber 10 Sekunden auf Batista. Genau, ich wollte gerade, darum ging es mir. 10 Ja. Sekunden, das ist bei 13 Minuten, 14 Minuten noch zu fahren. Und Hat Batista er ist gut nicht, gemacht. ja, und Batista ist nicht gerade der langsamste einer. Nee. Tolz jetzt wieder in Angriffsmodus gegen Mitte, muss jetzt aber aufpassen, dass Spaghetti hier nicht. Tolz geht wieder etwas zu weit, aber Spaghetti konnte nicht außen durchziehen, weil da ein McLaren stand, ein GT4. Ja, sonst hätte es sein können, dass er Spag da vorbeizieht. Was macht Saschmann? Der hängt weiter dahinter. Und Matthias jetzt doch schon mit 2 Sekunden bald deutlich abgeschlagen im Kampf ums Podium. Ich würde sagen, noch 7 Runden. Ja, kommt hin. 7 bis 8, je nachdem, wie sie Ja. über die Linie kommen. Hat Mücke eigentlich schon ein Rennen hier gewonnen? Ich glaube nicht, wa? Ich lasse die Frage gar nicht sagen. Nehmen wir jetzt mal die Eventrennen raus. Ja, Sashman ist Torz geht vorbei an weit. Lufare. Hier vorne stellt sich für mich nur noch die Frage, welche Reifen überleben am längsten? Dieses Ja. hohe Tempo. Also ich hoffe es nicht, aber ich dachte, ich hätte gerade Mücke schon irgendwie ein, zwei, dreimal rutschen sehen. Der War noch ein Meinung bin ich bisschen nämlich früh. auch. Ja. Aber Ja, je gut, aber nachdem, da. wie er die Reifen gepusht hat die letzten Runden. Ja, da kommt aber dann wieder auch zum Tragen dieser horrende Reifenverschleiß von Porsche. Dass der eben nicht so reifenschonend ist. Aber aggressiv.
Das schrubbt die Reifen runter wie gar nichts. Ja. So, jetzt haben sie den P1 und der GT4 vor sich, den sie überrunden müssen. Da geht's. Also. Boah! Boah, Mücke! Der war knapp! Der wollte so viel Windschatten wie möglich mitziehen. Und Davide geht jetzt nur noch hin und denkt sich nicht nochmal. Ne, Jungs, lasst mich hier zufrieden. Ich will damit nichts zu tun haben. So, ich hoffe, Spaghetti kommt noch vorbei. Ja. Mhm. Oh! Der fuhr jetzt aber eng zwischen den beiden. Ja. Da kommt jetzt Balotelli an. Der auch schon krisengeplagt ist heute. Vom Kampf um die Top 5 in der GT4 zum 21. Platz. Ja, dann wird auch für die noch Platz für die drei. Hat er gut gesehen, dass die im Positionskampf sind. Gut, das ist jetzt aber auch so eine Situation, da willst du nichts mehr mit zu tun haben als GT4-Fahrer. Ne, am besten raushalten. Drei Autos innerhalb einer Sekunde. Ja, und das nach fast einer Stunde, ey, das ist der Knaller. Ja. Und Matthias wieder auf 2,3 zurückgefallen. Brummi festigt aber auch in der GT4 seinen dritten Platz, war jetzt gerade bei 11 Sekunden auf Batista, fast 12. Saugt sich an den Porsche ran. Tego verschwindet gleich ganz. Der war schon wieder in der Box. Nee, der ist auf die Boxenausfahrt gezogen. Ah, okay. So, Mücke geht weit, das war's. Jetzt nein, das war's nicht. Ja, aber Achtung. Spaghetti will mitziehen. Rechte Kurve ist eine Rechtskurve, das ist schön. Aber Tolz macht die Lücke. Au, oh, da gab's die Berührung. Nein. Oh nein! Das war aber von keinerlei Leute irgendeine Absicht. Oh verdammt. Und damit ist Matthias auf P3. Wo kommt Mücke raus? Mücke ist hinter Matthias zurückgefallen auf P4. Och Leute. Was bei noch 8 Minuten zu fahren? Das fährt er nicht mehr zu. Das ist echt bitter. Und Spaghetti setzt hier innen den Angriff gegen Tolz. Tigo lässt Matthias durch. Ja. Mücke jetzt dummerweise mit dem Heckschaden auch noch am Porsche. Ja, ich fürchte, dass da nicht mehr viel zu holen ist. Ne. Mal gucken, ob er noch was zufahren kann auf Matthias, aber. Glaube ich bald nicht. Leider nicht. Spaghetti ist am Tolz vorbei? Ja. Hat er in der Spitzkehre, bevor es bergauf geht, geregelt, innen reingebremst. Mach Platz. Oh, lass Tolz auch mit durch. Sauber gemacht. Tolz aber auch schon am Rutschen. In der Kurve kam jetzt zweimal das Heck leicht. Wir können den Abstand auf Matthias nicht verkürzen.
am Stand immer bei 3,7, 3,8 Sekunden. Spaghetti sind. Habe ich jetzt den Fahrfehler von Torz gerade verpasst? Oder sind Torz Reifen so auf? Keine Ahnung, aber bei 1,8 Sekunden auf Spaghetti. Ja, aber Matthias ist auch dran am Torz. Matthias, ja genau, dadurch ist Matthias reingekommen. Also. Da war eher ein Fahrfehler bei Torz wahrscheinlich, als dass Spaghetti ja so davon zieht. Und hier haben wir noch den Zweikampf zwischen Mamba und Batista. Ja, Mamba geht hier weit. Leute, lasst euch Platz, lasst euch Platz. Okay. Schade, dass der Zweikampf sich da vorne so beendet hat. Jenko ist dran an Svensson. Hier kommt der nächste Angriff von Mamba Richtung Turn 1. Nein. Ja, ich hab's gesehen. Ich habe nur nicht gesehen, dass du dich überschlagen hast. Aber alles gut, Zaini. Respekt, dass du es geschafft hast, den GT4 aufs Dach zu legen. So, Matthias ist jetzt aber auch komplett dran an Torz. Mamba und Batista hier im Infight müssen jetzt aber aufpassen, weil im GT3 von hinten kommt. Also ich kann dir jetzt von unserem Endo-Rennen sagen, es ist beängstigend, wenn du in einem tiefen, flachen Auto sitzt und der Bentley von hinten angeflogen kommt. Definitiv. Es ist echt beängstigend. Mamba versucht es jetzt clever zu machen, aber die Lücke war zu groß. Kann Matthias jetzt in den verbleibenden 1 bis 2 Runden noch Angriff setzen auf Torz? Hier schon mal nicht. Also P1 ist für mich schon mal safe. Ja. Also Spaghetti gewinnt das Ding hier. Das ist für mich eigentlich schon safe, wenn er keinen Fehler mehr macht. Bei dem Laptop dürfte nicht mehr so viel passieren.
Ne. Und ich komme durch die Überrundungen sauber durch. Ja. War 20 von sich. Au! Das war jetzt auch schon wieder knapp für Torz mit der Überrundung. Leute, lasst euch Platz. Svensson gut gesehen, den Zweikampf hier, dass er damit nichts zu tun haben will. Ja. Auf der 1. Ja. Oh, Mücke da hinten wieder mit dem Querstellen nach dem Überrunden. Er kann sich jetzt bald nur noch selber schlagen. Ja. Also in beiden Klassen stehen die Podestplätze eigentlich fest. Ja, ja. Also El Topo ist auch viel zu weit weg von Davide, als das er macht. Ja, Brumi ist auch viel. Also Brumi ist auch viel zu weit weg von El Topo und hat seinerseits auch fast 20 Sekunden Vorsprung auf Batista. Also das GT4. Mama ist noch 0,2 Sekunden hinter Batista. Ja. Yep. Da geht es noch um Platz 4 und da kommt der Führende von hinten. Auch schade jetzt, dadurch, dass die zwei im Positionskampf sind. Und er versucht mit durchzugehen. Nein. Ah, schafft er das? Nee. Nein. Jetzt rutscht das Torz durch. Ja, da hat Torz aber, die Reifen sind auf bei Torz. Hast du das gesehen beim Rausbeschleunigen? Der kam richtig quer. Ja, schade. Aber durch die Überrundung jetzt war für Mama nichts mehr möglich hier zu machen. So, und dann gehen wir doch. Überrundet werden, haben sie auch keine Runde mehr zu fahren. Nein. Schade eigentlich, man hat ein super Rennen abgeliefert. Aber wir gratulieren erstmal Spaghetti Racing zum Sieg vor Torz. Dann folgt Matthias. Auf P4 kommt Mücke. Was war das jetzt? Keine Ahnung. Platz 5 holt sich Sashman vor Lufare, gefolgt von Teddy. Marco hat noch die halbe Strecke vor sich. Tego ist auch schon durch als letzter GT3 gewertet. Marco ist jetzt in der Schikane. Halbe Runde war großzügig. Mhm. So, Marco holt sich Platz 8 vor Blue Chip und dann Date. Hier kommt der Sieger der GT4-Klasse, Davide Greco. Mal wieder ein absolutes, fehlerfreies, dominantes Rennen von dem Knaben. El Topo wird sich P2 holen und Brumi P3. Batista hat sich P4 geholt vor Mamba. Svensson dann dahinter, dann Jenko, gefolgt von Baiciapio, von Kartoffel, Balotelli. Mike muss noch beenden und Chakoti ist letzter geworden. Ich hoffe, die ersten drei denken dran, wo sie sich einzufinden haben. Und damit haben wir auch das Podest der GT3s fährt. GT4 ist komplett. Torz fährt schon mal auf Start und Ziel. Spaghetti fährt in die Box, schade. Matthias folgt auch noch. Macht er noch eine Drive-Thru?
Zumindest. Was hat Matthias denn da jetzt noch gemacht? Jetzt hat er noch Tor weggeräumt. Hat er gerade Holz in die Wand geschossen? Ja, hat er. Oh, Oh, aber Junge, Junge. Spaghetti fährt leider in die Box, er stellt ab. Schade. Schade, schade, schade. Was war denn los bei dir, Tego? So. Mal eben den. Das Ergebnis screenshotten. So. Dann brauchen wir einmal Tolls. Wir brauchen Tolls. Ich habe die gar nicht alle in der Liste. Machen wir noch Brummi Nö, dabei. ich füg sie aber dazu. Ach so, Füße alle hinzu. Du Alles klar. kannst ja, du. Also ich habe jetzt gerade mal Freundschaftsanfragen gestellt. Ach Und so. du kannst ja, wenn du auf die Liste gehst und Dreieck drückst, kannst du ja direkt in die Ach Freundschaftsanfrage so, da gucken. wusste ich gar nicht. Ja, habe ich per Zufall mal, als ich gefettfingert habe, rausgefunden. Du Tolls. kannst in-game mit Dreieck jeden quasi in PSN einladen. Die zwei lade ich schon mal ein. Dann brauchen wir noch. Sind. Einladen, Freunde. Ich habe ja die eingeladen. Gucken wir mal, wer alles kommt. Und hier lade ich nochmal eine Länge hoch. Wir warten noch auf. Gucken, wer kommt. Guten Abend. Achso, der lädt noch. Guten Abend, Spaghetti. Hi, Servus. Glückwunsch. Servus. Dankeschön, Dankeschön. Anstrengend gewesen da drin. Ja, voll, voll. Also nach dem Boxenstopp habe ich nicht mehr dran geglaubt. Die hat da vorne ja auch Feuerwerk abgefeiert, ihr drei. Aber lief soweit sauber von außen, oder? Also ich habe jetzt keine Berührung gehabt. Oh. Sah relativ gut aus. War natürlich ärgerlich für Mücke nachher der Schluss, aber. Was ist da passiert? Ich habe nur gesehen, wie er innen war und einfach im Kiesbett gelandet ist. Hat er sich verbrenzt oder gab es da eine Berührung? Weil ich war Was links und er ganz rechts. Berührung mit Holz? Berührung mit Holz. Ach so, okay. Ja. Aber einige Überrundungen sahen heute auch wieder extrem eng aus bei euch da im Dreikampf. Hast du Trolls eingeladen? Ja, eigentlich ja. Ich habe Die Torz anderen? und Brummi eingeladen. Brummi. Holz. Topo kann ich nicht einladen. Der hat wohl irgendwie das Ganze blockiert. Wenn ich auf Dreieck drücke, dann passiert da nichts. Ja, der hat glaube ich nur Freunde finden, Freunde und so weiter eingestellt, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber bist zufrieden mit deinem Rennen? Da wieder kann ich auch nicht zufrieden. Ja. Und wenn ich will, der hat schon, mal ganz ehrlich. Genau. So, also, was ist mit Holz? Gute Frage. Tolz ist wahrscheinlich gerade mit Mücke dran.
War es in 2 Wochen ein zweites Podium in der. Nee, letzte Woche ja nicht, war. Nee, das war Joe. Stimmt, das war der Granatenshow. Jo. Aber erster Auftritt in der Multiklasse, erster Sieg ist meine Ansage an die alteingesessenen Herren. Oh. Ist er. Hat er gut gemacht, der Spaghetti, aber will nichts sagen dazu. Ja. Aber ist wirklich eine Ansage von dir heute gewesen. Erster Sieg, erstes Rennen. Respekt. Ja, also das, die Schwierigkeit war, also ich bin ja grundsätzlich neu bei Assetto, also da ist alles für mich neu. Aber die Schwierigkeit hier war wirklich, sich die überrundeten Autos zurechtzulegen, weil wenn du die an der falschen Stelle erwischt, dann kannst du da echt viel Zeit liegen lassen. Also ich habe teilweise in den schnellen Kurven, wenn du dann halt doch auf die Bremse kurz musst oder vom Gas, dann lässt halt schnell mal eine halbe Sekunde oder mehr liegen. Ja. Das ist echt heftig. Also ich muss sagen, ich bin ja, bis ich jetzt Stammstreamer wurde, mitgefahren. Also das ist für mich das Anstrengendste an GT3-Fahren, was wir haben. Aber ich stelle mir das auch für die GT4-Fahrzeuge echt unangenehm vor, wenn du um eine Position kämpfst und dann hinter dir ein Fahrzeug angeflogen kommt und du Platz lassen musst. Also wenn du da einen Fehler als GT4-Fahrzeug machst, dann hast du die Arschkarte. Also Respekt auch an die. Sah heute wirklich wieder mal einigermaßen gut aus, oder Matti? Ja, gut, das ist immer die Frage, was wir alles mitbekommen haben und was nicht. Aber ja, gut. Unterm Strich glaube ich, ein durchschnittliches Rennen. Ja, wir hatten ja auch kaum gelbe Flaggen auf der Map. Also war wie war der Start? Sauber. Von sauber, okay. Also vorne war er sauber, ja. Hinten gab es glaube ich ein, zwei Rempler, aber es ist jetzt keiner so richtig abgeflogen, glaube ich. Nein. Tego hatte ja auch schon geschrieben. Ja, Tego ist schon in der Einführungsrunde abgeflogen und weiß nicht warum. Ja. Jo. Ja. Gut. Wenn jemand mehr kommt. Ja? Ja. Okay. Hau raus. Sag es. Nee, passt. Also, alles klar. Komm, wer A sagt, muss auch B sagen. B sagen, komm, hau raus. Der BMW, der war plötzlich ganz langsam auf der Geraden und hat einen Blinker gesetzt. Hat er mich absichtlich vorbeigelassen? Ist er in der Party, oder? Nee, der meinst ist... Meinst du Matthias? Ja, ist ja. Der jetzt BMW. Eingeladen haben wir, aber die Frage ist, wann das war, weil er hat auf jeden Fall Schaden gehabt. Ja. Weil er im Dreikampf mit, ich glaube, Tolz und Mücke war es, und du warst noch der Vierte dann hinten raus. Hat er Balotelli erwischt. Hat doch Startziel, genau. Ja, haben sie noch einen GT4 erwischt und seitdem hat er irgendwo Fahrwerksschaden oder sowas gehabt. Kann sein, dass er dich dadurch gelassen hat. Ja, wobei krass war, wie er am Schluss wieder aufholen konnte. Also gegen hat das Auto wieder funktioniert trotz Schaden, aber man hat so echt das Gefühl gehabt, mit dem Schaden, da war mal der Wurm drin. Ja. Das Überholmanöver gegen Tals, war das clean? Ja, das war sauber. Also du meinst das letzte? Okay. Das war super. Ja, das genau. Das Balotelli 1 Minute 17 Schaden. Ja, sauber. Das Überholmanöver, da die Spitzkehre hoch, das war absolut clean, das war super. Sah zumindest von außen so aus. Also. Okay. So, dann machen wir jetzt aber mal Schluss hier für heute. Genau. Mit dem Schönsten ist, sollte man gehen. Und Mittwoch wieder hier auf diesem Kanal zum B-Liga-Rennen. Damit einen charmanten Abend noch. Danke euch, danke euch. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.